Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um das leidige Thema. Irgendwie gerate ich immer wieder an die falschen Frauen, die falschen Männer. Alle sind immer gleich oder ähnlich, tun mir nicht gut, verhalten sich unfair. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn du wissen möchtest, warum das passiert und wie du das in Zukunft vermeiden kannst, dann viel Spaß bei diesem Video. Erstmal herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal, wenn du das erste Mal mit dabei bist. Ich freue mich, dass du da bist. Hier geht es um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft und eigentlich viel mehr, wie du zu einer Person werden kannst, die sich so entwickelt, dass sie ein glückliches Beziehungsleben und damit auch einfach ein glückliches Leben haben kann. Wenn dich das interessiert, lade ich dich ein, abonniere den Kanal, mach das Glöckchen an und du bekommst von mir dreimal pro Woche ein neues Video zu genau diesen Themen. So, und wir wollen gleich mal reinspringen ins Thema. Ich gerate immer an die Falschen, ich gerate immer nur an Arschlöcher. Und ich sage das jedem, der mir das erzählen will, egal ob es eine Frau ist oder ein Mann, ich sage das allen, rein theoretisch, bin ich der Meinung, ist es möglich, dass du immer wieder an Menschen gerätst, die schlecht sind, böse, unfair oder was weiß ich. Das ist rein theoretisch möglich, dass es tatsächlich an den Gegenübern liegt. Aber Fakt ist, wenn dir das dreimal passiert, viermal passiert oder immer passiert, dann die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass das zufällig ist. Deswegen ist es viel wahrscheinlicher, weil du der gemeinsame Nenner bist, dass du eine Rolle spielst. Nun, ich will dir damit jetzt nicht Schuld in die Schuhe schieben, aber ich möchte dir aufzeigen, dass du Verantwortung trägst und das ist was Gutes. Denn wer die Verantwortung für einen Umstand hat, für eine Situation, der hat die Kontrolle und die Möglichkeit, das zu verändern. Und ich möchte dir in diesem Video mehrere Gründe oder Konstellationen mit an die Hand geben, was vielleicht bei dir sein könnte, warum du immer wieder an die Falschen gerätst, damit du das in Zukunft für dich verändern kannst. Also, ich möchte dir mal ein paar Beispielkonstellationen geben, was ich häufig sehe und woran das liegt. Gedanke Nummer 1. Du gerätst immer wieder an Personen, seien es Männer oder Frauen, die emotional nicht verfügbar sind, die kalt sind, die dich am langen Arm verhungern lassen und vielleicht dann wirklich faktisch irgendwann auch verlassen. Und du sagst dir, das kann doch nicht wahr sein. Es ist unter diesen Umständen tatsächlich möglich, dass du, ohne es zu wissen, vielleicht weißt du es, wenn ich dich jetzt darauf stoße und vielleicht denkst du dir auch, das kann doch nicht sein, aber es ist möglich, dass du unbewusst, unterbewusst Angst hast vor der Beziehung, weil du zum Beispiel Angst hast, nochmal so verletzt zu werden wie früher, weil du Angst hast, dass dein Vertrauen nochmal gebrochen wird. Ja, also es ist also möglich, dass du aufgrund einer früheren Beziehungserfahrung, in der du betrogen wurdest zum Beispiel, oder von einem Mann oder einer Frau absolut aufs Böseste hintergangen wurdest, dass dein Gehirn und dein Geist dich jetzt schützen möchte, weil er sich sagt, das darf uns nie wieder passieren. Weil Fakt ist, dein Gehirn, die Aufgabe unseres Gehirns ist dazu da, unser Überleben zu sichern, evolutionär. Ja? Und das macht es. Wenn wir Schmerz erfahren, versucht unser Gehirn dafür zu sorgen, dass wir diesen Schmerz nicht mehr erfahren. Und deswegen kann es sein, dass du eine Angst entwickelt hast aufgrund einer schmerzhaften Erfahrung und gar nicht bereit wärst für jemanden, der wirklich verfügbar ist. Und deswegen suchst du dir unbewusst also Männer oder Frauen aus, die nicht verfügbar sind, wo du das schon spürst. Und einfach nur, damit du das mal für dich checken kannst, wenn du auf jemanden triffst, der voll für dich offen ist und dich toll findet und sich in dich verliebt und ne, all over you ist, im guten Sinne, nicht übertrieben jetzt, das turnt dich ab oder du gehst auf Abstand, das geht dir zu schnell und du hast die Tendenz, die Beziehung oder dich selbst zu sabotieren, um da wieder rauszukommen. Klingt nach dir? Dann denk mal drüber nach. Das ist, wie ich schon gesagt, aufgrund einer vergangenen Beziehungserfahrung möglich. Es ist aber auch möglich, dass du in der Vergangenheit eine Bezugsperson hattest, meistens die Mutter, aber auch der Vater, der sehr, sehr kühl war, dass du als Kind schon daran gewöhnt bist, nicht sehr viel Nähe und Liebe zu bekommen und für dich das sich sehr, sehr komisch anfühlt,
wenn jemand dir Wärme und Liebe und Zuneigung in einem deutlich größeren Maße gibt, als du es von früher gewöhnt bist. Weil wir, es sei denn, wir verändern das durch Persönlichkeitsentwicklung oder Psychotherapie oder sonst irgendwas, haben wir in der Regel ein ähnliches Maß an, was wir gut finden oder was wir nicht gut finden, was wir aushalten können, was wir nicht aushalten können, wie wir es früher hatten in der Kindheit. So, das war eine lange Ausführung. Kommen wir zu einer zweiten Situation. Eine andere Situation ist, du gerätst immer wieder an Menschen, die total klammern. Und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist da vielleicht also ganz, ganz viel Geklammere. Die Person wird ängstlich oder wütend, wenn du mal keine Zeit für sie hast. Sie ist vielleicht extrem eifersüchtig. Du gerätst immer wieder an total eifersüchtige Menschen und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Alle Männer sind so eifersüchtig oder alle Frauen rasten aus, wenn ich mal mit einer anderen Frau rede. Wie gesagt, wir alle Menschen sind nicht perfekt und natürlich haben wir auch mal Verlustangst oder sind eifersüchtig etc. Aber wenn du das Gefühl hast, du gerätst immer wieder an Menschen, die dort ein Übermaß haben, dann kann es daran liegen, dass du dir diesen Typ von Mensch aussuchst, nicht weil sie eifersüchtig sind oder klammern, sondern weil du eine andere Eigenschaft unbewusst suchst, die damit im Paket kommt. Du hast, wenn du mich schon länger verfolgst, vielleicht mein Video gesehen, Eigenschaften kommen im Paket. Das verlinken wir dir gerne hier oben nochmal. Und wenn du das gesehen hast, dann weißt du, dass wir uns häufig in gewisse Eigenschaften von Menschen verlieben. Und dass aber diese bestimmte Eigenschaft immer noch ein Paket, also ein Menü, ja, von anderen Sachen mitbringt. Und diese anderen Sachen, die lieben wir eventuell nicht so sehr. Also jetzt mal kurzes Beispiel. Wir finden es toll, wenn jemand total selbstbewusst und entscheidungsstark ist und unabhängig. Und dann kommt damit aber im Paket eventuell jemand, der mal nicht auf unsere Meinung achtet, sondern der mal sein Ding durchzieht und wir vielleicht mal hinten dran hängen bleiben oder uns vielleicht nicht immer gehört fühlen, weil der halt einfach seine Entscheidung selber trifft. Ja, Eigenschaften kommen im Paket. Und du kannst eventuell, wenn du immer wieder an Leute gerätst, die eifersüchtig sind oder die klammern, vielleicht suchst du unbewusst jemanden, bei dem du dich sicher fühlst, weil du zum Beispiel auch wieder in der Vergangenheit verletzt wurdest, oder weil du Verlassensängste hast, die theoretisch auch aus der Kindheit rühren können, weil du eine geliebte Person verloren hast durch Tod, durch eine Scheidung. Ein Elternteil ist gegangen, war nicht mehr verfügbar. Und das hat bei dir Verlassensängste ausgelöst. Und du kompensierst das, indem du dir Leute suchst, die sich für dich sicher anfühlen. Und jemand, der dich kaum gehen lassen will, der immer sagt, nein, bleib hier, naja, der gibt dir halt das Gefühl, dass er nicht weg ist, dass er bei dir bleibt. Und es kann also sein, dass du aufgrund deiner eigenen Unsicherheit, deines eigenen Mangels, dir das mit einkaufst, ohne das zu wissen. Kannst ja mal gucken, ob das für dich stimmt. Aber du siehst, also was ich dir mit eigentlich sagen will, das sind ja nur Beispiele, es gibt ja unendlich viele Konstellationen, dass häufig die Menschen, an die wir geraten, für die wir uns öffnen oder auch nicht öffnen, es hat häufig viel mit uns zu tun und nur teilweise mit unserem Partner. Ja? So, gucken wir mal nächstes Beispiel. Ach ja, okay. Vor kurzem hast du vielleicht mein Video gesehen über oder meine zwei Videos über Lovebombing. Ja, Lovebombing ist ja ein Phänomen, was jetzt neuerdings quasi sogar diesen Titel trägt. Was häufig entsteht, wenn Menschen mit narzisstischen Zügen erst Leute überschütten mit Liebe und dann aber ganz, ganz manipulativ werden oder herabsetzen oder Stress machen. Ja? Wenn du nicht genau weißt, was das ist und es interessiert dich, auch das verlinken wir dir gerne mal hier oben, das erste Video. Und ich habe in diesen Videos gesagt, was ist ein Risikofaktor, in so eine Situation zu geraten? Ein Risikofaktor ist geringes Selbstwertgefühl, was natürlich kommen kann aus dem Hier und Jetzt, weil ich irgendwie einen großen Fehler gemacht habe oder ich fühle mich gerade unwohl in meinem Körper, habe meinen Job verloren und was nicht alles und fühle mich da irgendwie down und jemand baut mich mit dieser Liebe und mit dieser Zuwendung und oh, du bist der Tollste, die Tollste auf und ich werde dafür empfänglich.
Gleichzeitig kann es natürlich aber auch sein, dass mein Selbstwertgefühl schon in der Kindheit angeknackst bzw. in Anführungsstrichen zerstört wurde durch Dinge, die meine Eltern gemacht haben. Ich wurde immer wieder ignoriert, meine Eltern haben sich nicht für mich interessiert und ich frage mich, sag mal, ist mit mir was falsch? Bin ich nicht liebenswert? Meine Eltern waren gewalttätig mir gegenüber, also körperliche Gewalt, physische Gewalt, Beleidigung. Ich glaube, das reicht zur Illustration. Das heißt, ich habe schon von Haus aus quasi, ohne dass es mein Fehler ist oder sonst irgendwas, das eingetrichtert bekommen und habe ein niedriges Selbstwertgefühl, halte mich selbst vielleicht nicht für sehr liebenswert, nicht für sehr wertvoll, habe Angst, dass ich ein Versager bin, nicht gut genug bin. Und eine Person, die mir dieses Gefühl gibt, du bist der Wahnsinn, füllt es auf. Und es kann sein, dass ich halt öfter in diese Konstellation gerate. Ja? Hat wieder mehr mit mir zu tun als mit meinem Gegenüber. Ich werde immer wieder verlassen. Auch das kann nichts mit dir zu tun haben, aber hat höchstwahrscheinlich viel mit dir zu tun. Weil du eventuell wieder ein Verhalten an den Tag legst, aufgrund der Art und Weise, wie du geprägt wurdest in der Vergangenheit. Jetzt habe ich mein Licht hier angedotzt. Dass du quasi ein Verhalten an den Tag legst, das dafür sorgt, dass deine Beziehungen scheitern, immer wieder in einem ähnlichen Muster, weil du vielleicht anfängst zu klammern oder, auch sehr, sehr interessant, weil du extrem misstrauisch bist und deinem Partner immer wieder unterstellst, er habe oder sie habe eine Affäre, sie wird dich irgendwann verlassen, das machst du doch nur, um dich schon auf dein eigenes Leben vorzubereiten. Und diese Verhaltensweisen haben eine selbsterfüllende Prophezeiungsfähigkeit. Also sie, ohne dass es wirklich kommen würde, führen sie das Ereignis herbei, vor dem wir Angst haben. Ja, und auch das liegt wieder häufig bei uns, weil wir zum Beispiel in der Kindheit von Personen, die uns ganz nahe stehen sollten, denen wir vertrauen sollten, den Eltern, den Geschwistern, den Bezugspersonen, so das Vertrauen gebrochen bekommen haben, uns so hintergangen gefühlt haben, dass unser Urvertrauen in die Menschheit angeknackst sind. Oder auch wieder viel, viel später im Erwachsenenalter, wir wurden halt einfach mal in einer Beziehung jahrelang betrogen, hintergangen, es kam raus und das hat uns so getroffen, dass unser Vertrauen in Männer oder in Frauen zum Beispiel erschüttert ist. Und auch hier wieder, wir tragen dazu bei, dass wir vielleicht immer wieder verlassen werden aufgrund einer Sache, die in uns steckt. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal für dich, das geht nicht darum, dir jetzt Schuld in die Schuhe zu schieben oder dich schlecht fühlen zu lassen. Nein, du solltest dich glücklich schätzen, wenn du bei dir was entdeckst. Dann heißt das nicht, oh, ich bin fehlerhaft, sondern das heißt, ah, krass, ich habe hier was in der Hand. Ich kann mich entwickeln. Denn stell dir mal vor, es läge wirklich immer an den anderen, dass wirklich alle Männer da draußen Arschlöcher sind oder alle Frauen da draußen Betrügerinnen oder was weiß ich, dann hättest du ein Problem, weil dann wärst du Opfer deiner Umstände. Aber wenn du merkst, bei mir liegt etwas, was Entwicklungspotenzial hat, dann herzlichen Glückwunsch, weil du kannst das verändern. Das andere könntest du nicht verändern. Ja? Letztes Beispiel. Eigentlich habe ich, glaube ich, schon viele plastische Beispiele genommen, aber das habe ich mir noch aufgeschrieben, das finde ich gut. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, mein Partner kümmert sich nie genug um mich, macht nie das, was oder gibt mir nie das, was ich brauche, macht immer Fehler, nimmt nicht genug Rücksicht. Und Fakt ist, da ist auch wieder möglich, dass das wirklich so ist. Ne? Aber wenn das bei 2 oder 3 oder 4 Personen wieder der Fall ist, dann ist wieder die Frage, okay, warum? Was ist das Muster? Ja, und jetzt gibt es auch da wieder verschiedene Möglichkeiten. Also du gerätst tatsächlich wirklich an Leute, denen du nicht so wichtig bist, denen du egal bist, weil du zum Beispiel also eine Prägung in der Kindheit hattest, dass du schon in so einem Umfeld aufgewachsen bist, was nicht sehr liebenswert oder rücksichtsvoll war. Aber ich wollte ja nochmal einen anderen Aspekt reingeben. Es kann sein, dass du
in deiner Kindheit so verwöhnt wurdest von deinen Eltern, die haben das nur gut gemeint, die haben dir die Welt zu Füßen gelegt, die haben dir alles möglich gemacht, haben dir aber dann auch keine Grenzen gesetzt, die haben dich nie frustriert. Kinder müssen mal frustriert werden, also in angemessenem Maße, ja, dass sie was nicht dürfen, weil es einfach nicht gut für sie ist. Ja, oder dass sie nur ein bisschen was haben und nicht 5 Kilo Eis gleichzeitig, ja. Und es kann halt sein, dass du so verwöhnt wurdest in deiner Kindheit, dass du eine Anspruchshaltung entwickelt hast. Und dass heute deine Partner gar nicht in der Lage sind, dir das zu geben, was du brauchst. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil du eine Anspruchshaltung hast, die so weit oben ist, dass dir der normale Mensch da nicht rankommt. Oder eigentlich müsste man sagen, dass da kein Mensch rankommt. Ja? Und auch hier wieder einfach, du hast es in der Hand, denn wenn es bei dir liegt, hast du die Möglichkeit, dich zu entwickeln und dann hast du das Problem nicht mehr. Ja? Und das soll eigentlich dieses Video dir nur vor Augen führen. Du hast mehr in der Hand und mehr Kontrolle über dein Leben und Beziehungsleben, als du glaubst, denn du kannst dich immer weiterentwickeln. Ich mache Persönlichkeitsentwicklung mittlerweile seit 14 Jahren. Ich bin durch Zufall da reingestolpert mit 17. Da wusste ich noch nicht mal, was das ist. Ja, da gab es, glaube ich, den Begriff bei uns nicht mal so wirklich, der so geprägt ist. Und ich kann es nur am Herzen legen, umso mehr du dich persönlich weiterentwickelst, umso besser wird dein Leben. Glaub mir. Also wirklich, es ist unfassbar. Ja. Und wenn du jetzt merkst, du hast eins dieser Themen und du weißt, da ist irgendwas, da sollte ich mir helfen lassen, da sollte ich mal einen Profi drauf gucken lassen, weil du sagst, mir sind Dinge in der Kindheit widerfahren, wo ich merke, das sabotiert mich heute noch. Ja, oder ich, also auch zum Beispiel, ich werde immer überrannt von meinen Partnern, ich unterwerfe mich immer, ich kann nicht für mich einstehen, Grenzen setzen. Das ist auch etwas, damit werden wir nicht geboren, sondern das lernen die Kinder, wenn sie klein sind, weil sie zum Beispiel vielleicht selber dominante Eltern haben. Also was auch immer das Beziehungsthema ist, wenn du merkst, in dir selbst liegt etwas und du hast die Motivation, dich zu entwickeln, um ein wunderbares Beziehungsleben führen zu können, dann bist du womöglich richtig bei mir. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin auch der Richtige für dich oder könnte der Richtige sein, dann guck mal unten in der Box, da kannst du dich auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir bewerben. Ja, und da findest du ein paar Fragen, das dauert ein paar Minuten, das auszufüllen, damit ich verstehen kann, was deine Situation ist, um zu gucken, bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner für dich. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann kriegst du von mir ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir uns anschauen, wo stehst du gerade, was ist die Herausforderung, wo möchtest du hin, und das Coaching, wenn wir uns dazu entscheiden, wäre das Vehikel für dich, von dort nach dort zu kommen. Und wenn du jetzt das erste Mal davon hörst und du noch gar nicht weißt, ist es das Richtige für mich oder könnte es das Richtige für mich sein, kannst du auch gerne auf meine Webseite gehen, ramon-schlembach.de, ramon-schlembach.de, können wir auch unten nochmal in die Box hauen. Und dort findest du dann so Infos, wie läuft so ein Coaching eigentlich grundsätzlich ab, was sagen Teilnehmer, die das schon mal gemacht haben. Und ja, und dann kannst du dir einfach ein Bild davon machen. Und ich glaube, das war jetzt genug dazu. Ich hoffe, dieses Video hat dir Gedankenimpulse gegeben, hat dir Gedankenanstöße gegeben, die dir helfen, den nächsten Schritt in deiner persönlichen Entwicklung zu gehen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr. Ich freue mich auch darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Danke dir für deine Zeit, danke dir für dein Vertrauen und sag bis dahin mal ciao, ciao.